frohen ersten Advent, liebe Telestammtisch-Zuhörer, hier zu einem Filmkritik-Special und zwar Teil 1 einer vierteiligen Reihe von Jahresrückblicken unserer Redakteure. Mein Name ist Max und an meiner Seite, in meiner Crew, den Bethlehem Busters, ist heute Andi Papelitzki, grüß dich. Hallo. Und Patrick Schüller, grüß dich. Hi. Hi. Ja, wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, weil wir denken, wir können mal ein bisschen über das letzte Filmjahr labern und schwadronieren, was so unserer Meinung nach die Tops, Flops, Überraschungen und sonstigen wichtigen Geschichten des Jahres 2019 waren. Ich denke, jeder von uns hat sich eine Liste gemacht. Wollen wir gleich mit den Tops und Flops einsteigen? Wie du magst. Wie ich mag. Gerne. Man muss sagen, das ist jetzt hier alles schön improvisiert. Ja gut, ich habe es mir eigentlich so gedacht, dass wir jetzt erstmal jeder eine Top 3 vielleicht vorliest, beziehungsweise ich würde eher mit den Flops anfangen, glaube ich. Weil man soll ja die Sachen steigern. Und deswegen, Andi, möchtest du uns denn mal einen deiner Flops dieses Jahres nennen? Und ja, ich habe mir vorher noch mal ganz grob einfach zusammengeschrieben, was mir so spontan eingefallen ist. Und mir ist da aufgefallen, ich habe da so ein bisschen unterteilt zwischen Flops, also wo ich halt reingegangen bin und einfach geschockiert war, wie kacke das war. Ja. Und dann halt noch Filme, an die ich eventuell Erwartungen hatte, die mich aber sehr enttäuscht haben. Ja. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Filme in dem Jahr gesehen, in einem Jahr wie dieses Jahr, weil ich ja, seitdem ich hier beim Telestammtisch bin, dieses Jahr, das sich potenziert hat, kann man sagen. Und ich halt auch viele Filme gesehen habe, die ich mir sonst nie angeschaut hätte. Also ich habe auch dieses Jahr mehr schlechte Filme gesehen als je zuvor, weil ich hätte mir vieles davon halt nie reingezogen, wenn nicht professionellerweise. Ja, wobei dieses eine, was du da jetzt ansprichst, ist ja eher dann eine negative Überraschung sozusagen. Mhm. Ja, also ich kann ja mal so ein bisschen, also ich war Anfang des Jahres, ich habe ja beim Telestammtisch angefangen, habe mir dann gleich mal Robin Hood, Young Man with High Potential, Happy Death Day to You und so reinziehen dürfen und das waren halt schon grobe Flops und ich glaube auch Young Man with High Potential war der erste Film, dem ich glaube ich 0 bis 0,5 Punkte gegeben habe. Obwohl das jetzt im Nachhinein bin ich dem Film jetzt gar nicht mehr so böse. Damals, weiß ich noch, habe ich ja mit dem, das ist auch so eine Independent-Produktion, ich glaube Amanda Plummer hier aus Pulp Fiction hat da mitgespielt und den habe ich damals mit dem Danny besprochen, den habe ich schon lange nicht mehr gehört, ich glaube, der ist auch gar nicht mehr dabei, aber das war wirklich ein Erlebnis, da haben wir uns beide ziemlich ausgekotzt. Es wäre fast sogar noch ein Interview mit dem Regisseur zustande gekommen, weil der sich auf unsere vernichtende Kritik sogar persönlich gemeldet hat. dann tat's mir fast ein bisschen leid. Aber da saß ich bei Andi im Auto, als ich das mitbekommen habe. Ja, das war schon seltsam. Okay, war bei. Ja, dann gab es noch so Perlen wie After Passion. Aber das war halt einfach auch klar, falsche Zielgruppe. Also das war halt einfach 50 Shades of Grey für 6-jährige Mädchen. Ja. Das war auch ganz furchtbar. Auf welchen Film hast du dich denn eigentlich gefreut? Der kam dann ganz, also da wo es dir halt dann super ernüchtert rauskamst. Also da muss ich auf jeden Fall Godzilla 2 erwähnen, da habe ich mich ja schon ein bisschen drauf gefreut und das war wirklich auch einer der übelsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, weil es halt so eine große Enttäuschung war und ich muss ja auch sagen, ich habe mich ein bisschen auf den letzten X-Men gefreut, weil ich dachte nach den letzten, ich glaube, boah, 2 Flops, ich weiß gar nicht mehr, nee, eigentlich war nur dieser Apokalypse ziemlich vermurkst und dachte ich, vielleicht reißen sie es jetzt zum Ende nochmal raus, aber dieser Dark Phoenix war auch wirklich, also ich glaube, das war der einzige Film dieses Jahr, wo ich im Kino eingeschlafen bin. Bei X-Men gab es ja davor auch diese 2-Film-Regel, dass eigentlich jeder 2. Film wieder schaubar ist. Das haben sie jetzt damit zunichte gemacht von dem X-Men-Film, der nie released wird. Schweigen wir jetzt. Okay. Da konnten wir noch gar nichts zu sagen. der mit Anna Taylor-Joy, Aria, Irrenanstalt-Setting, den haben sie irgendwie. Ach, du meinst New Mutants, oder? Richtig. Oh, wie hieß er?
Ist das das mit New Mutants? Der Film, in dem sie, ja, die Schule mit den ganz, ganz jungen X-Men. Ist das der? Nee. Ja, da wollten sie so einen Horror-Teil draus machen. Und Deadpool 2 hat das ein bisschen foreshadowed. Das hat ja auch in dieser Anstalt angeblich gespielt. Aber ja, da haben sie jetzt auf nichts hingeshadowed. Da kam nichts. Naja, aber wie gesagt, aber ich würde, wenn ich einen Top-Flop. Wie gesagt, da ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, glaube ich, zwischen After Passion und The Silence. Aber After Passion war halt schon wieder so daneben und das war halt schon wieder witzig, weil den habe ich mit einem anderen Max aus München zusammen angeschaut und das war dann halt schon ein ziemlicher Spaß. Deswegen würde ich dann trotzdem The Silence nennen, weil das war wirklich, da war ich alleine drin, durfte ihn auch alleine besprechen und ich glaube, in meinem Single-Cast, den ich dazu aufgenommen habe, hört man diese Verzweiflung ganz gut raus. Das war wirklich echt, ach Gott. Das war halt so ein Quiet Place Abklatsch. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den gesehen hat. Wahrscheinlich nicht. Natürlich. Quiet Place oder Quiet Place, Silence? Ja. Welchen? Nee, The Silence jetzt dann. Ich bin nämlich vor kurzem erst The Quiet Place das erste Mal gesehen. Also der müsste eigentlich für mich auch bei den 2019ern mit dabei sein. Und ich glaube, der war von 2018. Ja, und der war halt okay, finde ich. Der war jetzt ganz spannend. Ich meine, guter, netter Horrorfilm mit einer schönen Idee. Und The Silence war halt echt einfach ein mega Abklatsch davon, aber so dumm und so unlogisch und so schlecht. Also das war wirklich einfach ein Trauerspiel. Deswegen ist der auf meinem Flop 1. Okay. Patrick, dann glaube ich, gebe ich mal einen Staffelstab an dich weiter. Du kannst es genauso handhaben wie Andi und dich in zwei Lager spalten, in die enttäuschten Erwartungen und die wirklichen Flops. Bei mir sind die, geht das ineinander über. Bei mir sind die enttäuschten Erwartungen meistens so Hochkaräter, die einfach nicht geliefert haben, was sie versprochen haben. Ich fange direkt mal mit einem Film an, der kam Anfang des Jahres. Hat auch so ein bisschen Superhelden-Thema in sich. Hatte so einen netten kleinen Twist in sich, aber das war halt der dritte Teil einer Reihe und da verkacken sie es und da haben sie sich wirklich volle Kanne im Finale mit mehreren Twists reingeschmissen. Also wir reden hier von Glass von M. Night Shyamalan. Aber der war für viele fanden den ja auch ganz gut, glaube ich, oder? Ich sag ja, da geht's auch mit den enttäuschten Erwartungen. Das Ende, das hat für mich so viel versaut, wo der Film cleverer sein wollte als die Zuschauer. Und dann hat man einen dreifachen Twist gemacht, der einfach so keinen Sinn ergeben hat. Also was die da mit den Charakteren angestellt haben, das hat für mich auch so ein bisschen die Vorgänger dann auch ruiniert. Ich habe den nicht gesehen. Glass habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass viele Leute von Glas wegen dem Ende sprechen, wenn sie negativ drüber sprechen. Da stimme ich sogar mit überein, aber es fängt ja schon an, dass der Film Glas heißt und diesen Mr. Glass siehst du ein Drittel des Filmes und dann wird er trotzdem irgendwie als das Mastermind hinter all dem gekennzeichnet. Und dann weiß der Film nicht so richtig, seine Spur zu finden, als würde er wie der Hauptcharakter Mr. Glass dann im Rollstuhl so vor sich rumeiern und planlos irgendwie alles Mögliche versuchen wollen zu zeigen. Er ist nicht so clever, wie er sein will und ist halt so typisch Shyamalan. Er will zu twisty sein. Ich habe den wirklich noch vor ein paar Wochen mit Freunden gesehen. Und die haben mich nur angesehen, ernsthaft jetzt? Das ist es jetzt gewesen, dieses Drecksende. Mochtest du Split? Split mochte ich ein wenig mehr. Und zu aller Fairness muss ich sagen, dass James McAvoy auch in Glass eine ziemlich gute Leistung abliefert. Also es macht Spaß, diesen Darstellern zuzusehen. Da hätte man so viel mehr Superheldenkritisches abfahren können, was aber nicht passiert ist. Andi, hast du den gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Also ich war auch ein bisschen ernüchtert und ich fand auch das Ende prall. Oh. Yeah. Aber ich hatte auch nicht so hohe Erwartungen, muss ich gestehen. Deswegen, also ich fand ihn nett.
aber nicht ärgerlich schlecht. Das ist, glaube ich, immer dieses Scheimerladen-Ding. Das, ja. Ich weiß nicht, wenn man, also mir geht es so, wenn ich den Namen höre, dann sind bei mir die Erwartungen gleich aufs größte Minimum runtergedrückt. Ich bin zumindest froh, wenn sie kein Kind haben, das so einen Obstkuchen-Rap macht wie bei The Wizards. Das finde ich schon mal schlimmer als die Shyamalan-Twist, weil da dieses Kind gegen mir in The Wizards so auf die Nerven. Welcher Obstkuchen-Rap? Hört ihr das nach? Nee, The Wizard. Das werden wir bei Film, YouTube verlinken, wir es dann noch. Es gibt, da gibt es so zwei Kinder und einer macht so pseudo-krasse Raps und da geht es unter anderem auch um Obstkuchen. Ach, ein Rap wie Sprechgesang. Ich dachte, ein Rap zum Essen. Ja, nein, ein Rap wie Sprechgesang. Der Obstkuchen. Mensch, das gibt, macht ja sogar Sinn. Ja. Ein Obstkuchen-Rap. Demnächst in ihrer Bäckerei. Also ich habe keine Ahnung, Presse was sie redet. Ich habe auch gehört. Ich werde euch das nachher noch mal zeigen und jeder, der diesen Wizard gesehen hat, weiß, was ich meine. Ne, oh Mann. Wir können ja unsere Top- und Flop-Besprechungen in die Shownotes packen. Ja. Das macht dann Andi. Grüße an den Chef hier übrigens. Genau. Ja, Patrick, und das ist... Das ist jetzt dein alleiniger Superflop oder hast du noch irgendwas anderes? Ich habe noch ein paar andere. Ich sage nur, dass meine Flops eher so im hochpreisigeren Segment sind. Und ich fand gerade Unbreakable war so ein schöner, bodenständiger Superheldenfilm. Und dann hat mich dieser Twist in Split so gefreut, dass man da auf Glas hinteasert. Und wenn dann so ein Film 10, 20 Jahre später kommt, sind die Erwartungen eben auch entsprechend. Ja. Vor allem, weil sich Bruce Willis dann eben auch über jede Rolle freuen kann, wo er mal nicht so wie ein demotivierter, arbeitsverweigender Bodybuilder wirkt. Ja, ich war da enttäuscht, aber andere Enttäuschungen von mir sind, und da können wir uns streiten, da könnte der ein oder andere Film auch in den Top-Listen auftauchen, aber bei mir wäre es zum Beispiel noch Avengers Endgame. Sorry. Und S Kapitel 2. Oh ja, da bin ich dabei. Den habe ich vorher ganz vergessen. Okay, S Kapitel 2 ist, glaube ich, aber sagen wir mal jetzt, was unsere Blase an Redakteuren angeht, der kam da, glaube ich, per se nicht so super gut weg, oder? Ich weiß, dass Dom den nicht so gut fand. Ja, und die anderen waren einfach höflich. Sagen wir es mal so wie es ist. Kaum war die Kamera aus, waren sie nur noch am Meckern. Ja, okay. Ja doch, stimmt. Da war ich auch wirklich fast sauer, wo ich da den im Kino gesehen habe. Also. Ich war da richtig, richtig sauer. Schon allein, dass die Struktur, die sie da vorgegaukelt haben, ja, jetzt haben wir erstmal den Kinderhandlungsstrang und für Teil 2, da gibt's dann den Erwachsenenhandlungsstrang, dann haben sie die zweite Hälfte so mit Rückblenden zugekleistert, dass diese Aufsplittung schon mal gar keinen Sinn ergeben hat. Dann ist es dramaturgisch, haben sie sich so viel weggenommen, auch mit diesen ganzen Gags. Also das war der marveligste Horrorfilm, den wir dieses Jahr gesehen haben. Ich sag jetzt nicht, dass er schlecht war, aber dramaturgisch hat er sich einiges kaputt gemacht. Und Andy Muschietti hat sich auch entlarvt, dass er Horror jetzt nicht wirklich so gut kann. Also diese Jumpscares, ich habe da überwiegend gelacht. Ja, wobei man sagen muss, der macht nur Horror, was? Oder? Ich kenne den nur aus dem Horror-Genre. Und wenn dann von dir so eine Wertung kommt, dass er Horror nicht besonders gut kann, dann Job verfehlt. Ja, klingt irgendwie so. Ja, ich fand den auch einfach viel zu witzig. Und was mich auch noch mega genervt hat, waren diese unglaublich schlechten CGI-Effekte. Aber ja, storymäßig weiß ich das gar wurde nicht mehr. Ja zum, das wurde doch im Trailer angeteasert, wo diese Frau auf Beverly zugerannt kommt. Aber im Trailer machen sie es richtig. Da blenden sie ab.
sobald es weitergeht, im Film sah das schon ein bisschen aus wie eine CGI-Version von der Hängetittenfrau aus Roger Rabbit, wo du dann denkst, ach nee, das haben sie jetzt ernsthaft gebracht. Ja, ich sag nur Glückskekse. Oder wo die Pioneer Peach-Statue die Leute angegriffen hat. Ja, wie gesagt, das hat mich alles so ein bisschen gestört. Ich muss ja zugeben, ich habe das Buch nicht gelesen und wir wissen ja aus Stephen King-Verfilmungen, jetzt auch in seiner eigenen Shining-Ding, da greift schon mal so ein Wasserschlauch an oder eine Hecke. Ja, gut. Deswegen fand ich es im Kino ein bisschen seltsam, viele Szenen. Dann dachte ich mir aber, ja, okay, die sind halt aus dem Buch. Es ist halt albern. Ja. Ich wünsche mir dann halt, dass es dann eher Kubrick-mäßig, wenn es gruselig sein soll, dann lässt man das halt weg und macht es subtiler oder so und macht es nicht eins zu eins, wie er es geschrieben hat, weil das ist halt dann oft einfach albern. Ja, nee. Das hat der Film halt nicht gut, egal. Ja, das sind wir wieder bei dieser Diskrepanz von Drehbuch und Literaturvorlage und welche Sachen das übernommen werden sollen und welche nicht. Ja, es ist jetzt nicht nur das. Die Stellen haben bis zu einem gewissen Punkt immer wieder Atmosphäre, aber er kriegt dann nicht die Kurve, die rechtzeitig zu beenden, diese Stelle, oder irgendwann, dass es repetitiv wirkt. Wenn ich das jetzt vergleiche mit einer Lieblingsserie von vor ein paar Jahren, Ash vs. Evil Dead, in den Kanon, hätte das mehr reingepasst, auch von den Pseudoschock-Effekten, die dann irgendwann einfach nur noch lustig werden. Ja gut, das ist das Thema, wenn ein Film meint, er ist ernst, aber dann sehr lächerlich wirkt. Bei Ash hast du ja dann zumindest diesen Unterhaltungswert, der von Minute 1 gleich mal ganz klargestellt wird, dass das zur Unterhaltung gedacht ist. Ach du Scheiße. Ja, apropos Filme, ich habe einen ja komplett vergessen, apropos Horrorfilme, Evil Dead und Ash vs. Evil Dead, wenn es witzig sein soll, aber das irgendwie nicht so richtig sich entscheiden kann, ich habe ja völlig Ready or Not vergessen. Soll ich die Eva zuschalten? Ja, stimmt, das macht die dann. Das macht die dann in ihrem Podcast. Die schimpft dann über den Film genug. Obwohl mir immer noch diese Anekdote in diesem Jahr am besten gefällt, wie die Redakteurin oder die Filmverleiherin dich angerufen hat bezüglich Evas Reaktion. Ich hab das gehört. Ist alles okay? Ist alles okay? Ja, das war schon speziell. Naja. Ja, wunderbar. Wo wir noch mal wie gesagt, ich muss jetzt an der Stelle nicht über den Film abhaten, das kommt dann in der nächsten Ausgabe. Wenn Eva dabei ist, bestimmt. Nee, bei mir ist es auch dann so, Teil 1 war so eine schöne Geschichte auch über eine Freundschaft und da ist dieses Vieh mir durchgebrochen. Also es hat das dann immer wieder mal so ein bisschen traktiert. Das war für mich das, was ich mir von Stranger Things erwartet habe. Und mit Kindern hast du auch mehr mitgefiebert, als wenn du jetzt wie in Teil 2 abgestumpfte Erwachsene hast, die alles total sarkastisch nehmen. Also wenn das Vieh mit dem Messer auf die zurennt und dann schon den nächsten One-Liner da rauspushen, da fieberst du halt bei weitem nicht so mit wie mit diesen guten, gecasteten Kinderdarstellern, wie im ersten Kapitel. Ja, da ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe, weil ich fand das Casting von Bill Hader ja optisch schon so ganz cool und ich dachte, naja, jetzt kann er halt vielleicht mal sich ein bisschen zurücknehmen, aber das hat er dann nicht gemacht. Also der hat halt echt sein Comedy-Feuerwerk abgefeuert. Das hat ihn ein bisschen genervt. Alle, die Bill Hader mal in einer ambivalenteren Rolle sehen wollen, die sollten sich mal die Serie Barry anschauen. Da kann er das wirklich ganz gut ausbalancieren. Da ist er ein Profi-Killer, der wegen einem Auftrag in einer Schauspielschule stolpert und dann so ein bisschen Gefallen an der Schauspielerei findet. Und dann kollidieren diese beiden Welten eben miteinander. Da schafft es Bill Hader wirklich ein bisschen mehr aus sich rauszukitzeln. Deswegen sollte man diese Serie auch wirklich gesehen haben, wenn man denn die Möglichkeit dazu kriegt. Ist notiert. Okay. So. Wo gibt's die? Wahrscheinlich bei Sky. Deswegen kenne ich die nicht. Richtig. Okay. Richtig. Ja. Ja, fein. Patrick, hast du noch was? Genau. Neben Glas und ist vielleicht noch so ein richtiger Trash. So ein richtiger Trash. Ich habe jetzt zwei gemacht, jetzt lasse ich euch mal wieder Vortritt mit einer anderen Enttäuschung. Na gut. Ja, jetzt muss ich ja Max, glaube ich, bin ich gespannt, was du da hast. Ja, also ich muss es irgendwie dann auch aufteilen in
Sachen, die mich einfach tierisch genervt haben während dem Sehen. Das ist bei mir ganz klar auf Platz 1 Apokalypse. Ich wusste es. Uha. Da sitze ich drin und schüttel die ganze Zeit den Kopf. Also 2 Stunden lang. Ich denke mir echt, wieso werden solche Filme, wieso kriegen die Fördergelder? Welche Drehbücher wurden da vorgelegt, die dann nicht verfilmt wurden? Und deutscher Film in seiner grauenvollsten Form. Ich glaube, da könnte ich allein schon einen Hatecast machen. Aber naja, gut, wie man sich es halt dann vorstellt, mit platten Dialogen, schlechten Schauspielern, schlecht gecasteten Schauspielern und auch die ganze Prämisse und die ja, am Ende, dass man mit einer dicken Kreditkarte sich praktisch freikaufen kann. So ist das in dem Film. Ihr habt ihn beide nicht gesehen, oder? Ich rede hier. Es ist auch aus diesem Dunstkreis von dieser ganzen Schweighöfer, Schweiger und vielleicht noch, spielen da auch so ältere Schauspieler mit, die man kennt, oder ist das, also sind das Oliver Kuritke spielt mit. Oliver Kuritke spielt mit. Ah. Und das ist hier, für mich ist der dann auch irgendwie sinnbildlich, dass Oliver Kuritke, der spielt einen Hausmeister an diesem Gymnasium, der irgendwie so ein alter Fußballfan aus den 90ern ist, sieht auch so aus mit Fokuhila und Schnörres und irgendwie so Rudi Völler Gedenk-Mini-Pli. Und der hat halt dann wirklich nur die plattesten Dialogsprüche, Dialog-Lines, die er irgendwie... Ich habe dafür gar keine Worte, sondern nur Geräusche übrig. Es ist übrigens von einem der Verantwortlichen von Schneeflöckchen, ja, das, den man gesehen hat. Wobei man dazu auch sagen muss, dass dieser Adolfo Kolmerer, der Regisseur, der hat ja auch des Öfteren betont, dass es für ihn ein Experiment war, wie das Filmemachen aussieht, wenn er mal Geld bekommt. Das ist die beste Werbung dann für ihn. Und ja, nee, das war Apokalypse. Die halt auch, da kommt dann wieder so dieses subtil, was deutsche Filme halt, deutsche Komödien wie Fuck You Goethe, jetzt auch dieses Das perfekte Geheimnis. Immer so dieser subtile frauenfeindliche, subtil rassistisch, subtil homophob. Da ist alles irgendwie, da wird sich immer über Minderheiten lustig gemacht, als ob deutsche Komödien nicht anders funktionieren könnten. Das ist dieses. Das habe ich in letzter Zeit. Ja. Letzter Zeit oft gehört, sorry, wenn ich da nee, bitte, ich schaue die nicht so wirklich, also ich habe davon keinen gesehen, auch jetzt Das perfekte Geheimnis, da habe ich aber viel drüber gehört halt nur, dass die halt nicht einfach nur unlustig sind, sondern halt auch noch so richtig ja so zweifelhaft halt. Ja, weil sie halt nichts auflösen. Darum geht's, die machen halt ihre Witze aufgrund oder auf den Schultern von irgendwelchen, ich will jetzt nicht sagen Minderheiten, weil Frauen sind keine Minderheiten und Schwule sind eigentlich auch keine Minderheit in dem Sinn. Aber der wird auf da werden einfach platte, billige Witze gemacht und es kommt halt keine Auflösung, keine Katharsis irgendwie, nix. Der Witz bleibt dann so stehen und alles ist dann trotzdem cool. Und so funktioniert halt deutscher Humor in Zeiten von, keine Ahnung, wie diese ganzen Comedy-Heinis heißen. Dieter Nuhr, Mario Barth, keine Ahnung. Alles die gleiche Sülze. So, da kann ich mir jetzt schon wieder in Rage reden. Mach weiter. Genau. Lass es raus, dafür dann sind wir doch hier. Eine weitere Enttäuschung. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eine Enttäuschung war, weil ich habe nichts Großartiges erwartet, aber von euch hat wahrscheinlich auch niemand die Dokumentation Kroos gesehen. Über Toni Kroos, diesen Cook, wundervollen deutschen Fußballer, von dem ich früher, als ich noch Fußball geguckt habe, wirklich Fan war. Und ich habe relativ zeitgleich, habe ich die Dokumentation Kroos gesehen und die Dokumentation zu Maradona. Ne? Und das waren zwei Welten, beide Sportdokumentationen, und die eine Dokumentation hat halt gezeigt, wie es aussieht, wenn man eine Dokumentation zu einem Werbefilmchen für Adidas macht, und die andere ist halt einfach, ja, hinter die Kulissen einer berühmten Persönlichkeit mit Material, das man so nicht unbedingt erwartet hätte oder auch sonst nie zu sehen bekam.
Und auch da muss ich wieder sagen, liebe deutsche Filmemacher, nehmt euch mal ein Beispiel an dem, was außerhalb der Grenzen ist, und schaut nicht immer nur auf den schnöden Mammon und auf die Marktforschung und wie vielleicht irgendwelche Zuschauerzahlen im Kino zustande kommen können. Nee, es ist einfach so, die Dokumentation groß ist scheiße und das wird sie auch bleiben. Die ist einfach nur ein Werbefilm. Deutliche Worte. Und das war in dem Sinn aber dann keine Enttäuschung, weil ich habe mir eigentlich auch nichts großartig anderes erwartet, weil wer die deutsche Fußballnationalmannschaft kennt, der weiß, dass das eh bloß noch ein Marketingverein ist. Und ja, und dann kam noch eine Enttäuschung im Sinne von, ich habe mich auf den Film eigentlich gefreut und saß dann danach da und dachte mir, was für eine Grütze. Das war das Centerpiece des diesjährigen Fantasy-Filmfests Little Joe, mit Grüßen an Dom, der den mit mir gesehen und besprochen hat. Und das war belanglose Scheiße. Leckt mich am Arsch. Wir dürfen hier jetzt übrigens ein bisschen überspitzt sein. Und das, ich finde es ein bisschen schade, dass ich euch jetzt da nur drei Filme liefern kann, die niemand gesehen hat. Der Einzige, der jetzt so in Richtung Enttäuschung käme, den ihr dann auch gesehen habt und der wahrscheinlich auch für Diskussionsstoff sorgen könnte, wäre bei mir tatsächlich jetzt im Nachhinein Trommelwirbel Joker, glaube ich. Ohohoho. Heute werden wir kontrovers. Ja, und es ist jetzt hier keine 1 von 5 Wertung Enttäuschung, sondern es ist halt so ein Film, der kommt bei mir eher so in die Kategorie verschenktes Potenzial. Und zwar an vielen Ecken und Enden. Und je öfter ich darüber nachdenke, desto mehr Potenzial hat der Joker einfach für mich verschenkt. Weiß, keine Ahnung, bei euch ist der Joker halbwegs gut angekommen, glaube ich. Ja, der ist hier in meiner Top-Liste. Ja, siehst du. Ich fand den jetzt nicht so super kontrovers, wie er geredet wurde, aber es war ein wirklich solider Film mit einer ziemlich guten schauspielerischen Leistung. Ja, ich habe da viele Dinge in diesem Film gesehen, wie gesagt, diese schauspielerische Leistung und auch der Score dazu, da will ich gar nicht drüber diskutieren. Das ist einfach Weltklasse gewesen. Glaube ich, da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Aber der Film hatte halt dann doch in seiner Handlung ein paar so Sachen drin, wo ich mir dachte, Mensch, komm, wenn da Warner nicht irgendwie seinen Finger mit drauf gehabt hätte und die Regie vielleicht sie ein bisschen mehr getraut hätte, wäre das wohl doch ein Meisterwerk geworden. Und so, schade. Also ich würde jetzt in meiner Wertung jetzt eine 3 von 5 geben. Und das ist bei einem Film, der eigentlich relativ gut wegkommt, so weltweit gesehen und auch eigentlich als erfrischende kleine Rettung im Mainstream-Kino gilt. Ich finde es ein bisschen schade, aber das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich solche Filme eben schon sehr oft gesehen habe, solche Charakterstudien. Und ich würde sagen, das ist ja eine Art Biopic, wenn man will. Genau. Ja, aber dem Film kommt es schon auch sehr auf Erwartungshaltung und genau. Ja, sowas in die Richtung. Deswegen, ich würde nie sagen, dass das ein schlechter Film ist, aber ich könnte wahrscheinlich 2, 3 Sachen benennen, die ich wirklich geiler gefunden hätte, wenn sie umgesetzt worden wären. Aber vielleicht sprechen wir darüber, wenn du den dann in deiner Top-Liste besprichst. Ja, ich habe ihn da als einen von vielen. Ja. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da so groß drauf eingegangen wäre. Aber können wir gerne machen. Ja, können wir das ja dann kurz machen. Aber ich würde sagen, dann, wenn von euch keiner mehr irgendwas in die Flop-Richtung hat. Doch, Karl, das war Millionen. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich ja nicht gesehen. Nein, den hat keiner von noch was gesehen. In Richtung Flops? Ja, ich hätte hier noch Holmes and Watson und Roronas Fluch zum Beispiel, aber das ist einfach nicht der Rede wert. Das ist halt einfach Bullshit. Deswegen meinte ich auch, dass bei mir jetzt diese hochpreisigen Dinge so in dieser Flop-Liste sind. Wenn du bei so Fantasy-Filmfest-Sachen dann den Trailer siehst und merkst, ach, das sieht schon trashig aus, dann kannst du ja nicht sagen, oh mein Gott, ich wurde so enttäuscht und so. Das kannst du eben
nicht bringen. Ich kann jetzt aber zum Beispiel tatsächlich noch einen Trash-Film vom Fantasy-Filmfest liefern, der hieß Making Monsters. Das war der erste Langfilm von so einem Kurzfilmregisseur. Der war so unfassbar zerfasert. Der wusste gar nicht, worauf der hinaus wollte. Also da haben sie erstmal so ein bisschen so einen Found-Footage-Look gemacht. So ein Typ, der ganz gerne Leute prankt, vor allem seine Frau. Und dann sagen die so, ja, deine Frau kann nicht schwanger werden, wenn du sie dauernd prankst. Und dann wollen sie in so einer abgelegenen Hütte da mal ein bisschen Zeit verbringen. Und irgendwie scheinen denen so zwielichtige Leute gefolgt zu sein. Und die misshandeln die dann so ein bisschen. Und dann schwankt das immer wieder, will das jetzt so ein Slasher-Horror sein? Oder will das gesellschaftskritischer Horror sein? Oder will das ein bisschen Mystery sein? Aber nichts davon macht das richtig. Noch nicht mal groß, wenn es dann am Schlusskonflikt auf das Final Girl hinausläuft, kann der einen großartig irgendwie motivieren. Also das war wirklich so ein Ding, wo ich dachte, oh scheiße. Ja, so viele Filme beim Fantasy-Filmfest und ich erwische den. Ja, wobei ich gehört habe, also wenn man sich mit den anderen unserer Redakteure unterhält, dass das Fantasy-Filmfest dieses Jahr doch eher schwach war. Bezeichnend dafür ist auch, dass ich dieses Jahr dann zum Beispiel deinen verhassten Film Ready or Not oder eben auch Porno ganz gut fand. Oder diesen Del Toro-Film, den sie jetzt auch rausgebracht haben, Scary Stories to Tell in the Dark. Das war dieses Jahr echt so ein bisschen dürftig. Man könnte also stellvertretend dieses Jahr auch ein wenig das Fantasy-Filmfest da mit einbeziehen. Ja, ja. Also ja, würde ich jetzt so als nicht Film, sondern als Thema an sich, dass das Fantasy-Filmfest ein bisschen enttäuschend war, würde ich gelten lassen. Ich weiß, Andi, ist wie noch ist das bei dir aus? Ich habe nur Ready or Not vom Fantasy-Filmfest gesehen, glaube ich. Mir ist nur noch ein Horrorfilm eingefallen, wo es, den würde ich auch nie als schlechten Film bezeichnen, aber wo ich ein bisschen enttäuscht war. War dieser, ist ja glaube ich auch aus diesem Jahr, der Ass, also Wir. Oder? Oh, über den würde ich. Der war nicht beim Fantasy-Filmfest. Weil ich ja Get Out schon ziemlich gut fand und dann habe ich mich halt auf den Film so sehr gefreut und dann fand ich ihn irgendwie nicht so gut, wie ich gehofft habe. Ja, aber das sind so Sachen, nein, bei Ass, da gibt es bei mir wirklich so diese Geschichte, ich bin mit einer Freundin angeguckt und wir saßen da im Kino und ich fand den eigentlich super toll. Ich bin nach dem Film aufgestanden und gedacht, oh, toller Film, da habe ich jetzt was Schönes gesehen. Und am nächsten Tag habe ich mich mit der Freundin unterhalten, mit der ich im Kino war. Und die hat den Film halt einfach zerpflückt. In alle Einzelheiten. Und ich habe mir gedacht, warum ist mir das nicht aufgefallen? Und er ist halt dann in der Wertung immer mehr runtergerutscht, wie wenn man irgendwas sieht, was langsam runtergleitet aus deiner glitschigen Hand. Bei dem Film ist auch das Problem, dass ich das jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf habe, was mich da gestört hat. Ich weiß nur, dass mir die am Schluss zu zerfahren war und dann, ich meine, bei dem Film, ich finde es halt schwierig, eigentlich bei einem Horrorfilm und so brauchst du ja theoretisch jetzt nicht auf Logik und so großen Wert legen, aber da waren halt so ein paar Sachen dabei, wo ich mir dachte, so, Alter, das ist irgendwie, das macht keinen Sinn und das stört mich dann doch. Also es war komisch. Ich hatte für Ass sogar die beste Voraussetzung. Ich war mit dem Andi in so einer kleinen Zweigstelle von den Universal Studios. Also wir haben den in einem richtig schönen kleinen Kino gesehen. So ein kleines Privatkino, da hatten 20 Leute Platz, aber Andi und ich kamen da auch recht ernüchtert raus und haben gesagt, ja, so für einen langen Film war das jetzt ein bisschen zu wenig, was sie da abgefeuert haben. Das hätten sie auch auf gerne 40 Minuten runterkürzen können. So viel ist da nicht passiert. Nee. Und so clever, wie der Film sein wollte, war er am Schluss dann irgendwie auch nicht. Nee, ich habe mir dann irgendwie keinen Zugang gefunden. Nee, ich habe mich da am Ende dann auch entschieden, um mir den Film nicht komplett kaputt reden zu lassen. Und dieses schöne Erlebnis aus dem Kino nicht kaputt reden zu lassen. Ich habe mir dann entschieden, okay, der Film ist einfach metaphorisch zu sehen. Durchwegs. Da gibt es keine Erklärungen. Punkt. Ich dachte schon, du hast dich getrennt. Nee, es war nur eine Freundin, nicht meine Freundin. Ach so.
Das wäre noch lustiger. Ja, aber das ist mir gerade nur eingefallen, weil ich ihn hier gerade in meiner Movie Break Liste gesehen habe. Movie Break, dann ist er geil. Genau, richtig. Aber der Film ist trotzdem weit davon entfernt, einer der schlechtesten Filme des Jahres zu sein, deswegen. Ich meine, PSE, ich muss jetzt sagen, vielleicht, wenn ich das dann gleich als kleinen Übergang zu den guten Filmen nehmen darf, ich fand ja das Kinojahr 2019 eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Weil es sehr viele Sachen gab, also es gibt anscheinend wieder eine Riege an Filmmachern, die sich wieder ein paar Sachen trauen. Man mag sie nicht unbedingt immer gut finden und immer den Geschmack treffen, aber es geht ein bisschen weg von dieser Einheitssülze, die in den Jahren davor war, finde ich. Ich kann ja jetzt mit meinen letzten schlechten in die guten einleiten, weil sehr gut. Den werden eigentlich einige gut finden. Ich war enttäuscht von Avengers Endgame. Er hat sich einfach auf 23 oder wie viele 20 Filme das waren, irgendwie zu sehr ausgeruht. Dafür, dass da so viel vorher passiert ist und so viel angeteasert wurde, hat der mich erstaunlich dann auch kalt gelassen. Also, der ist jetzt nicht unbedingt schlecht gewesen, aber ich fand das schon richtig lachhaft, wie Black Widow und Hawkeye sich da an der Klippe da gebettelt haben, wer sich jetzt umbringen darf. Also, das fand ich schon super cringy. Oder manche Entscheidungen, die da kamen. Und mir war das mit 2,5 Stunden einfach ein bisschen zu lang und ein bisschen zu sehr auf sicheres Nostalgiegewichse gegangen, ohne jetzt großartig da wirklich Mut zu haben und auch mal konsequente Entscheidungen da abzufahren. Die Leute, die sich da verabschiedet haben, das konnte man irgendwie schon recht schnell erahnen, meiner Meinung nach. Deswegen hat mich das dann auch nicht so getriggert, wie es das hätte sollen. Von daher, ja, es war für mich so mit die größte Enttäuschung des Jahres. Eben wegen den großen Vorschusslorbeeren und eben, weil ich auch diese Marvel-Filme zum Großteil auch mag. Ja. Und die mich eben auch unterhalten. Aber das war wirklich Popcorn-Kino ohne Substanz und ja, eigentlich vergessenswert für mich. Ich fand den super, aber ich hätte, also dazu braucht man gar nichts sagen. Ich habe da gekriegt, was ich erwartet habe. Ich fand den jetzt auch nicht super Meisterwerk, aber ich habe mich da sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich hatte, wo du gerade, Max, die Überleitung machen wolltest, da hätte ich auch noch eine super Überleitung. Das wollte ich jetzt nochmal loswerden, weil du gesagt hast, viele gute Filme, viele interessante Filmemacher und so. Und es kann einem gefallen oder nicht. Jetzt muss ich hier nochmal vielleicht sogar einen deiner Top-Filme erwähnen. Ich weiß, was kommt. Genau. kann ich dir jetzt eine kleine Überleitung liefern, obwohl es natürlich blöd ist, wenn ich jetzt da reingerätsche und sage, dass mir Midsommar nicht so toll gefallen hat, wie ich gewünscht hätte, obwohl ich dazu auch sagen muss, dass Hereditary mir jetzt auch nicht so gut gefallen hat. Aber das ist halt bei den Filmen so, da habe ich halt einfach viel mehr erwartet. Ich fand sie aber trotzdem sehr gut und ich würde auch sagen, dass Ari Aster einer der interessantesten neuen Regisseure ist und Midsommar war alles andere als schlecht. Aber, und ich habe mir gerne angeschaut, war sehr interessiert, hat mich sehr drauf gefreut, aber da waren so Kleinigkeiten drin, die mich halt sehr gestört haben und sehr genervt haben. Deswegen ist er nicht in meiner Top-Liste gelandet. Und es war so ein Film, Top oder Flop, aber ich fand ihn nie schlecht oder so. Ja. Aber so an so Kleinigkeiten hat es mich dann gestört. Aber wie du schon gesagt hast, finde ich es gut, dass es solche Filme gibt und dass es halt dieses Gegengewicht zu Annabelle und Insidious und wie sie alle heißen. Oh, deswegen würde ich Midsommar 1000 Mal noch anschauen, bevor ich mir einen Loronas Fluch nochmal anschauen muss. Deswegen nur nochmal als schöne Überleitung. Ja. Oder Friedhof der Kuscheltiere, das Remake. Oh, den fand ich gar nicht so schlecht. Den hast du sogar besprochen, Andy, oder? Der war jetzt nicht schlecht. Ja, den fand ich zu 3/4 sehr gut. hätten sie diese Drastik von den ersten 20 Minuten von Midsommar so durchgehalten, hätte ich den wahrscheinlich auch besser gefunden. So war der auf jeden Fall auch ein richtig schön innovativer Horror, der nicht immer meinen Nerv getroffen hat. Aber ich werde jetzt zumindest auch ein bisschen die Karriere von Florence Pugh verfolgen, die da ja auch schon ziemlich gut gespielt hat. Ich bin super froh, dass der Film einfach auch kontrovers diskutiert wird. Weil nur Filme, die irgendwie, also es ist schön, dass es wieder Filme gibt, die kontroverse Diskussionen zulassen.
Und ich meine, bei vielen Sachen, die irgendwie den Einheitsbrei der letzten Jahre hatten, da hatte man halt so eine Mainstream-Meinung, von der man sagt, ja, man fand ihn gut oder schlecht. Und aber da wurde nicht mehr auf so einzelne Details eingegangen. Und ich finde, dass das jetzt gerade im Horrorbereich wieder mehr der Fall ist, dass dann auch mehr auf die Story geachtet wird, dass da anhand der Story auch ein bisschen diskutiert wird, ob jetzt dann manche stilistischen Entscheidungen nötig sind. Ich meine, da hingen sich ja bei Midsommar ein paar Leute auf, oder ob da zu viele Längen drin waren und so weiter und so fort. Und da kommt es dann viel auf den Geschmack drauf an, weißt du? Mhm. Deswegen verstehe ich das voll und ganz, wenn Leute da mit anderen Erwartungen reingehen und die dann entweder enttäuscht werden. Aber was man halt nicht absprechen kann, ist ganz einfach, dass da viel Herzblut drinsteckt und dass da Leute was wagen, glaube ich. Ja, Innovation hast du ja schon gesagt. Ja. Das kann man dem Film auf jeden Fall nicht absprechen. Genau. Ja. Max, magst du dann gleich noch deine Tops noch weiter besprechen? Ja, dann muss ich gleich, also dann. Weil einen haben wir ja schon. Ja, eben, da kommen wir ja dann hier bei Midsommar, bei mir, der mir im Grunde genommen aus dem Grund so gut gefallen hat, weil ich dem Film ein Top-Anfang und ein Top-Ende, also es ist eine gute Klammer. Dazwischen wird zwar viel getanzt und auch sonst viel Kultismus gefrönt. Und aber was mir da eben sehr gut gefiel, ist, es ist eben ein Horrorfilm, der über den Tellerrand hinausblickt und der mich an vielen Stellen deswegen gepackt hat, weil er die Sachen einfach gezeigt hat und nicht irgendwie erklärt hat. Kommt ja dann auch komplett ohne Jumpscare, glaube ich, aus. Ein einziger ist, glaube ich, drin, wo mal eine Tür etwas lauter zuschlägt oder so. Aber ansonsten ist das Horror auf psychologischer Ebene wie die alten Meister, wie bei Rosemary's Baby oder ja, Wenn die Gondeln Trauer tragen. Das sind so meine Horror-Favorites, würde ich sagen. Und da packe ich den mit rein. Und das ist ganz gut so, dass diese Schiene endlich wieder gefahren wird, dass es da Regisseure gibt. Und ich habe jetzt den Leuchtturm noch nicht gesehen und ich habe auch Dr. Sleep nicht gesehen. Aber bei beiden erwarte ich in etwa einen ähnlichen Effekt, dass wir da was Eigenständiges sehen. Aber wie gesagt, zum Leuchtturm wird es dann noch eine Besprechung geben oder gab es zu dem Zeitpunkt, in dem ihr das hört schon. Bis dahin wird er schon draußen sein. Bei Dr. Sleep bin ich jetzt aber aufgrund von einer Tatsache skeptisch. Ja. Stephen King feiert diesen Film meistens, wenn er die Filme abfeiert. Das wollte ich jetzt nicht hören. Danke. Sorry. Oh nein. Nee, aber ich mag halt Mike Flanagan. Ich hab derzeit so vier Regisseure, die ich echt in diesem Thriller- oder Horror-Bereich gern sehe. Das sind halt Ari Aster, Robert Eggers, dann Mike Flanagan und Jordan Peele. Und da schauen wir doch einfach mal, was deren Werk so weiterbringt. aber da ging es jetzt um die Tops und da ist Midsommar bei mir dabei. Und dann kommt jetzt ausnahmsweise auch mal ein deutscher Film. Und ich glaube, vielleicht, Andi, hast du den auch? Den Film, in dem Helena Zengel alle zum Wahnsinn treibt. Mhm. Systemsprenger. Hammer. Also, der hat mich geflasht. Der ist noch auf meiner Liste. Ich habe den noch nicht gesehen. Den durfte ich in der Pressevorführung sehen. Und ja, das war eine, wie sagt man so schön, Tour de Force. Da gehst du. Ja, erzähl auch gerne die kleine Anekdote, was passiert ist während der Vorführung. Ja, während der Vorführung, es war am Anfang so, dass die ersten 3 Minuten war kein Bild, sondern nur Schwarzbild und nur Ton. Und ich dachte echt, es gehört so. Ja, das war witzig, weil du hast ja dann irgendwie in unsere interne Chatgruppe so ein bisschen Live-Übertragung gemacht und ich habe das zuerst nicht richtig verstanden, weil du dann geschrieben hast so,
nee, das funktioniert nicht. Und ich dachte, du redest über den Film so, nee, das funktioniert nicht. Also der Film klappt nicht oder so, keine Ahnung. Und ich wusste nicht, dass es um technische Probleme geht. Ich dachte, du findest nur Schwarzbild und das hat irgendwie super gut gepasst, weil ich dachte, ja, ich habe von dem Film halt gewusst, dass es da um so ein hyperaktives Kind geht. Und dass man da am Anfang vielleicht so die Regisseurin meinte, ja, vielleicht, wenn wir einen der Sinne ausschalten, dass man sich dann vielleicht ein bisschen mehr auf dieses andere konzentrieren könnte, wo ich dann total in so einer Meta-Ebene drin war. Und dann irgendwann mal war halt dann nichts mehr und die Lichter gingen an. Dann dachte ich mir, oh, schade. Wäre auf jeden Fall ein lustiges Experiment gewesen. Aber an sich halt super. Ich bin total froh, dass der Film jetzt als Rennen in die als deutscher Beitrag für die Oscars reingeht. Und ich finde, er hat es halt total verdient. Da sind 4 Jahre Arbeit drin. Ich finde, da ist ganz viel Recherchearbeit geleistet worden, die einfach jetzt auch belohnt wird. Und ich hoffe und wünsche mir, dass da noch ganz, ganz viele Menschen jetzt in den Film reinlaufen. Und auch wenn er vielleicht dann in der Top 5 bei den Oscars dabei ist, den er sicherlich nicht gewinnen wird, da mein letzter Top-Film, den allen die Show stellen wird, aber ganz ehrlich, Systemsprenger ist eine Empfehlung von mir. Und ich weiß nicht, Andi, willst du da noch was dazu sagen? Ich fand's auch. Genau, ich fand's auch total spannend. Ich weiß auch nicht, inwieweit man das jetzt halt als Überraschung sehen kann, weil eben wurde ja schon im Vorfeld, ich glaube, bei der Berlinale auch ausgezeichnet, wurde halt eben als Oscar-Kandidat ausgewählt. Deswegen dachte ich mir schon, okay, der wird schon gut sein. Ich wusste jetzt nicht, ob das Thema mich jetzt anspricht und ob sie es rüberbringen, dass es halt mir gefällt oder so. Aber der Film war einfach so intensiv und echt so packend und halt auch schauspielerisch so großartig, deswegen war ich schon da ein bisschen überrascht. Ich dachte halt, aus so einem Sozialdrama, nenne ich es mal. Ja, aber da sind wir ja gerade. Deswegen hat er mich nämlich auch überrascht, weil er eigentlich Sozialdrama ist und wir wissen ja meistens, was passiert, wenn Deutsche in Sozialdrama drehen. Aber jetzt du wieder. Genau. Ich dachte halt, dass er halt wegen seiner Thematik jetzt dazu auch vielleicht so gepusht wird, weil es halt ein ernstes, wichtiges Thema ist und so. Und dass er dann abseits dessen vielleicht so ein bisschen zäh wird. Und das fand ich halt gar nicht. Das habe ich ein bisschen befürchtet. Dass es halt so ein bisschen... Ernst war es ja, kann man nichts anderes sagen. Aber dass es halt so, ja, nicht so unterhaltsam ist. Weil ich meine, der Film war sehr unterhaltsam, das ist vielleicht das falsche Wort, weil es war schon alles sehr bedrückend und verstörend und irgendwie übel halt irgendwie. Aber es war trotzdem vom Ablauf und von der ganzen Machart des Films, fand ich sehr erfrischend. Deswegen war ich halt positiv überrascht, dass er dann doch mich so abgeholt hat. Ja, und er hat ein hohes Tempo gehabt, das hat er durchgehalten. Das muss man dann auch sagen. Ich dachte, es wär viel nüchterner. Mhm. Ich fand es nämlich auch ganz interessant, weil irgendwie fand ich nämlich, ich habe hintereinander eben Joker, Systemsprenger und dann kam noch so ein Film aus Frankreich, der hieß Alles außergewöhnlich. Mhm. Und ich fand, die haben so thematisch so Überschneidungen. Also es geht immer halt um so, ja, eben Systemsprenger, Outcasts, die von der Gesellschaft so ein bisschen vernachlässigt werden und das halt aber in verschiedenen Ansätzen so rübergebracht. Und das fand ich total spannend. Und ich muss aber auch sagen, dass halt irgendwie Systemsprenger echt der intensivste war von den dreien. Ja. Naja. Gut. Ich gebe mal an Patrick weiter. Okay, dann fange ich mal direkt mit einem Film an, den hier noch kaum einer gesehen haben könnte. Der hatte noch keinen deutschen Release. Die Sache war nur bei dem Film, ein Kumpel hat den mitproduziert. Dadurch konnte ich den in einer sehr, sehr kleinen Privatvorführung sehen. Also Schleichwerbung. ja, genau, Schleichwerbung. Podcast dazu kommt noch, beziehungsweise wird noch geschnitten, aber keine Ahnung, wann die den dann uploaden. Es geht auf jeden Fall um den Film Blind von Marcel Waltz. Ein Kumpel ist da, ist wegen Kontakten zu diesem Regisseur nach Hollywood gezogen und dann hat er angefangen, sich seinen Traum zu verwirklichen und hat angefangen, eben mit einem Film mitzuwirken und die mitzukreieren. In Blind geht es halt um eine Schauspielerin, die ist dabei, nach einer Operation komplett blind zu werden. Sie hat sich dann natürlich in Los Angeles irgendwo in einer kleinen abgeschiedenen Wohnung
zurückgezogen, aber ein ehemaliger Fan oder was auch immer, kommt ihr so langsam auf die Schliche und fängt an, sich bei ihr im Haus einzuschleichen und auch Konkurrenten zu beseitigen. Als viel kann man über diesen Film nicht sagen, aber er ist schön gemacht. Das ist, wenn Michael Myers auf einmal sich durch die High Society ermorden würde. Mhm. Sowas in der Art würde eben rauskommen. Und das Maskendesign von diesem Film ist von dem gemacht worden, der bei The Strangers da diese Masken auch designt hat. Also ein richtig schöner, kleiner Horrorfilm, der durch einen Cliffhanger dann eben noch Bock macht auf einen zweiten und vielleicht dritten Teil. Und einer der Jasons hat den auch schon ganz gut bewertet und hat gemeint, dass sie damit diesen Pretty Boy, so heißt dieser Killer, einen der nächsten ikonischen Killer erschaffen haben könnten. Aha, okay, also ich kannte den gar nicht. Der lief auch bisher nur in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Und als ich das Ding aufgenommen habe, hat der gerade mal einen Award gewonnen auf den Festen. Jetzt ist er noch nicht hochgeladen, aber er liegt schon bei 2022 Awards. Okay. Also man kann da gern mal reinschauen, wenn man in kleine Horrorfilme einen Blick riskiert. Was ich auch schön fand, war, dass dieser Film auch nur einen Jumpscare hatte. Ich bin wirklich so ein bisschen dieses infantile Jumpscare-Gewichse satt, wie es bei Annabelle 3 und Konsorten abgefahren wurde. Deswegen hat mir das auch ganz gut getan. Das sind ja für mich mal so einen kleinen, so einen kleinen bodenständigen Film sehen zu können. Mhm. Ein astreiner Geheimtipp sozusagen. Genau. Das ist gut, für das sind wir ja vom Telestammtisch bekannt. Die astreinen Geheimtipps. Ja. Oh. Oder hätte ich auch noch einen auf Lager. Ja. Wenn ich mich hier kurz reindrängeln kann. Bitteschön. In der Kategorie Dokus, was ich ja auch schön finde, weil ich habe schon lange keine Dokus mit wirklich viel Mehrwert. Also es gibt halt diese typischen Dokus, die halt einem so ein Thema näher bringen sollen und wollen. Die sind halt eben manchmal besser, manchmal schlechter. Aber ich habe jetzt viele Dokus gesehen, die finde ich sehr kreativ waren. Wir haben ja auch einen besprochen hier, Max, zum Beispiel diesen Campo. Genau. Den fand ich halt interessant, aber würde ihn jetzt nicht zwingend empfehlen. Aber Searching Eva habe ich mir letztens angeschaut. Mit Eva, oder? Der war richtig gut. Genau. Und den Eva fand ich wirklich. Nee, den Film fand ich wirklich auch im, ja, auch wieder so ein bisschen Parallelen. Ja, nee, kann man jetzt nicht sagen. Also den Film fand ich auf jeden Fall grandios, weil der so ungewöhnlich war und so fordernd und visuell halt auch mal für eine Dokumentation echt herausragend. Und das ist mein Doku-Tipp des Jahres. Searching Eva, ist ein guter Film. Ich finde diese Kategorie Doku-Tipp des Jahres eigentlich ganz gut. Denn ich habe dieses Jahr, glaube ich, so viele Dokus sehen dürfen wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ja. Mir geht's ähnlich, ja. Dann empfehle ich doch, Maradona habe ich schon angesprochen. Den fand ich echt sehr gut. Ist aber eigentlich kein Geheimtipp. Als Geheimtipp, was nehme ich da? Human Nature. Das ist ein guter Film. Da geht es um Erbgutmanipulation und solche Sachen. Und da sich jeder von uns natürlich super gut mit Erbgutmanipulation auskennt, denkt man, das ist ein super trockener Dokumentarfilm. Aber nee, es ist echt, da werden ein paar ethisch sehr relevante Fragen aufgeworfen und gut beantwortet. Und auch schön beantwortet. Haben wir auch besprochen, glaube ich, vor kurzem. Genau. Ja, Human Nature, ist dann mein Doku-Tipp. Okay. Und jetzt haben wir Patrick echt unterbrochen. Alles da gut. War er mitten in den Tops. Fing an mit dem Geheimtipp. Ja, aber wir haben da keine Struktur und du schneidest es am Schluss eben zusammen. Also. Das wird jetzt alles noch öfter betont. Ey, gerne. Ich kann jetzt noch so einen Geheimtipp abliefern. Ja, bitte. One Cut of the Dead. Wie? Das war so, steht auf meiner Liste. Wie? One Cut of the Dead, okay. Das ist so ein No-Budget-Film aus Korea. Da haben wir ja auch so einen der Top-Anwärter des Jahres mit Parasite gehabt. Aber One Cut of the Dead hat mich da wirklich noch mehr ein Stückchen mehr umgehauen. Da geht
es ist so ein No-Budget-Film. Also der wurde mit 25.000 Euro gedreht und hat jetzt schon ein Einspielergebnis von 3,1 Milliarden. Was? Milliarden? Ja. Millionen. Oder 30,5 Millionen weltweit. Ja, okay. Ich sehe es. Das ist ein kleiner Unterschied. Japan. Okay. In der Währung umgerechnet. Über den Film kann man jetzt auch nicht allzu viel sagen, außer es geht um jemanden, der einen Zombie-Film dreht. Und dann auf einmal wird das Set während des Filmes von Zombies überrannt. Die ersten 20, 30 Minuten muss man sich durch diesen Film wirklich durchkämpfen. Als ich den Pressescreener gesehen habe, ich habe den nach 30 Minuten auch erstmal abgebrochen, weil ich dachte, mein Gott, was gucke ich denn da für einen Mist? Aber nach diesen 30 Minuten, die ein One-Take sind, also so ein klassischer One-Take, gibt es einen kleinen Twist, der das auf eine richtig schöne Metaebene hochhieft und dann auch diese ersten 30 Minuten extrem aufwertet und auch wirklich eine liebevolle Hommage an das Filmmachen an sich ist. Bei allzu viel kann man über diesen Film nicht spoilern oder sollte man einfach, schaut ihn euch an. Er wird euch überraschen, nur lasst euch nicht von dem, was auf den Cover da prangert, so von wegen der nächste Shaun of the Dead. Nein, Shaun of the Dead ist schwer zu kopieren, genauso wie Braindead. Sowas kommt nicht einfach ein zweites Mal aus dem Nichts angeschissen. Die Illusion solltet ihr euch gar nicht erst machen. Das wäre mal ein lustiger Horrorfilm. Einfach irgendwas kommt aus dem Nichts angeschissen. Der Schiss aus dem Nichts. Oh, ja. Okay, gut. Ja, aber das siehst du, wo du jetzt von koreanischen Filmen sprichst. Das sind bei mir Parasite ganz oben und Burning war auch ein total toller Film. Also, ich weiß nicht, wer deswegen den gesehen hat. Deswegen habe ich auch niemand. Niemand. Warum sieht die Burning einen? Fehlt mir noch, ja. Aber der ist auch auf meiner Liste. Ja. Der war auch so 2,5 Stunden, aber kam einem einfach nicht vor wie 2,5 Stunden und dann bist du in einer richtig gut geschriebenen Story gefangen. Und ich finde, das machen die Koreaner total toll. Irgendwie. Oder es fällt mir jetzt erst auf, dass die einfach gute Stories schreiben können. Ja, Parasite ist, glaube ich, auch bei mir auf der Top 1. Es gab ja durchaus viele Filme, die ich gut fand. Ich kann da ja mal ein paar nennen. Ja, bitte. Also ich fand, wie gesagt, Joker großartig. Once Upon a Time in Hollywood fand ich auch super. Und das waren halt so die meist erwartetsten Filme meinerseits. Und da wurde ich halt eben nicht enttäuscht. Mhm. Dann hatte ich noch zwei aufgeschrieben als, nicht überraschend gut, aber es waren halt für mich typische Wohlfühlfilme. Also ich fand Dolomite Is My Name grandios, vor kurzem erst gesehen. Und einer der, ich weiß gar nicht, war das Mitte des Jahres, weil ich von Bohemian Rhapsody enttäuscht war wahrscheinlich. Deswegen fand ich Rocket Man umso besser. Und das hat mir richtig gut gefallen. Aber überrascht war ich von Longshot, meiner Meinung nach die beste Komödie des Jahres. Und da habe ich wirklich nichts erwartet, deswegen fand ich ihn so gut. Und wovon ich mir auch nicht viel erwartet habe, durch Trailer und den deutschen fucking Untertitel, war Toy Story 4. Den fand ich wirklich echt großartig, obwohl ich da mit dem Schlimmsten gerechnet habe. Und deswegen fand ich den halt so gut. Aber da geht es halt viel um Erwartungshaltung. Das Ende von Toy Story 3 war einfach auch so perfekt. Da wollte man nicht, dass das Ende versaut wird. Genau, also bei dem Film war mir echt Angst und Bange und deswegen war ich halt einfach so positiv überrascht, dass mir der Film so gut gefallen hat. Deswegen ist der halt unter meiner Surprise Top 10 oder so. Die Surprise Aber, Top 10. Ja. Aber Parasite gehört da auch dazu, weil ich war da so überrascht, wie witzig und zugänglich ich den Film dann doch fand, weil ich habe irgendwie mit irgendwas ein bisschen abgefahrenerem gerechnet und ich muss ja sagen, ich fand The Host und Snowpiercer, die ja auch von dem gleichen Regisseur auch sehr hoch gelobt sind, fand ich irgendwie nie so richtig geil. Also ich fand sie nicht schlecht, aber ich fand diese Lorbeeren, die bekommen, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Und deswegen dachte ich mir, mei, das wird halt auch wieder sowas in die Richtung und vielleicht ein bisschen wirr und ein bisschen arzi-fazi. Aber wie ich fand zum Beispiel den Film Okja. Okja war ja auch von demselben Regisseur. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Aber deswegen fand ich den Film halt auch überraschend gut.
Ich fand den, den super. Sind bei euch eigentlich irgendwelche Netflix-Originals mit drin? Nein. Dolemite is my name. Ist ach, der ist Netflix, okay. Original. Ja, ja. Das ist ja zu den Dreharbeiten die Hintergründe von Rudy Ray Moore, wie er seinen Dolemite Original Blaxploitation Klassiker dreht. Das war halt so in Richtung Ed Wood oder Disaster Artist. Mit denen kann man es ganz gut beschreiben. Der war großartig. Also da liefern hier Eddie Murphy und Wesley Snipes, von dem man ja lange nichts Sinnvolles mehr gesehen hat, war da großartig. Wesley Snipes hatte noch einen schönen Cameo in der Serie zu What We Do in the Shadows. Da hat er noch mal Blade gespielt und war da in ruckelnden Skype-Verbindungen während einer Vampirsitzung. Also das war schon auch klasse dieses Jahr. Ah, das klingt gut. Ja, die Serie habe ich noch gar nicht gesehen, obwohl das ja auch einer meiner Lieblings- kommt eigentlich Jojo Rabbit dieses Jahr noch raus? Der soll dieses Jahr noch kommen. Oh, angeblich. Vielleicht wird der auch noch besprochen von irgendwie. Ich hoffe es. Ich versuche, den Tag freizukommen. Mhm. Die Pressevorführungen sind dieses Jahr noch. Ja, das siehst du mal, 2019, ich liebe dieses Jahr. Und ja, dann kommt noch Star Wars. Ja. Oh Gott. Wir können ja da jetzt schon irgendwie so tun, als hätten wir ihn schon gesehen. Ich fand das schon schlimm genug, als ich gestern am Kinopolis vorbeigefahren bin und dann war da eine Werbung für eine bekannte Marke. Halb so viel Kalorien, doppelt so viel Macht. Und ich dachte, ach nee. Oh, mit extra viel Macht. Ernsthaft? Ich nenne jetzt extra nicht den Namen, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Ja. Ich glaube schon. Ja, natürlich. Ich habe jetzt alles rausgeballert. Du hast alles rausgeballert. Gott, was steht da jetzt bei mir noch? Also Burning habe ich genannt. Parasite ist bei mir wahrscheinlich auch auf geteilten Platz 1 mit Midsommar. Und ich glaube, dass das in diesem Jahr vielleicht noch vom The Lighthouse vom Thron gestoßen wird. Aber den habe ich noch nicht gesehen. Aber ich stelle es mir jetzt einfach mal vor, weil ich Willem Dafoe und Schwarz-Weiß liebe. Und Robert Eggers. Und ich habe ihn schon gesehen. Ja, schauen wir mal, vielleicht sprichst du. Und ich kann sagen, von der Bildgewalt hast du dieses Jahr her bisher noch nichts Besseres gesehen. Da hat auch mit Sommer schlechtere Karten gehabt. Bildgewalt, von der Bildgewalt war dieser Film bisher mit eins der beeindruckendsten Dinge dieses Jahr. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Münchner Kino, das praktisch eine Leinwand hat, die optimiert ist für quadratisches Bild. Ohne Balken links und rechts. Ich glaube, Midsommar und The Lighthouse sind wahrscheinlich optisch sehr konträr. Ich weiß gar nicht, inwieweit man die jetzt vergleichen sollte, aber total. Ich glaube, so von hell und bunt und krasse Farben von diesen drei Schwarz-Weiß-Filmen. Ja, wenn man die von diesen technischen Spielereien und der von der Bildgewalt her kann man die dann schon ein bisschen miteinander vergleichen. Aber ansonsten, ansonsten was zähle ich jetzt? Oh, ich habe dieses Jahr auch noch einen wundervollen Film gesehen, Le Garçon Sauvage, The Wild Boys. Den würde ich sagen, ich glaube, dass der so eine kleine Vorstufe zum Lighthouse ist. Da geht es nämlich auch um einen alten Seebären, der 5 Jugendliche, die ihre Lehrerin vergewaltigt haben, auf eine verwunschene Insel entführt und sieht sich dort von Jungs in Mädchen verwandeln. Also die verlieren da ihre Geschlechtsteile auf dieser Insel und werden dann von Penispflanzen bestäubt und von Hodenbeeren, von denen sie naschen, und dann wachsen ihnen Brüste und so. Ist ein toller Film. Also den fand ich echt grandios. Das schön, ja. Also wenn ihr wissen wollt, wovon Max nachts träumt, das ist es. Den fand ich super. Und was ich natürlich noch so als kleinen Geheimtipp sagen will, mein Geheimtipp ist das melancholische Mädchen. Da habe ich mich mit Patrick dieses Jahr auch unterhalten. Gibt es auch einen Cast dazu. Das war auch ein schöner Film. Stimmt, das war sogar unsere erste Review zusammen. Ja. Und ich glaube, mit einer deiner ersten Podcasts, mein zweiter, die aufgenommen wurden. Ja. Ja, mit einer deiner ersten. Genau. Pass. Also der zweite. Nee, aber ansonsten, ich weiß nicht, was ich sonst noch hier auf meiner Liste, die ich jetzt hier vor mir liegen habe, steht. Ich wüsste einen Film.
Bitteschön. Ich wüsste einen Film, wenn ich den sage, dann sagst du ja doch, der war auf deiner Liste. Bei mir war der halt durch diese Arschkrampen, die mir den Kinobesuch halt versaut haben, so ein bisschen abgeflacht. Aber Once Upon a Time in Hollywood fand ich auch noch ziemlich klasse. Ja, der ist ja bei mir leider erst gewachsen in den Tagen, nachdem ich aus dem Kino ging. Ich war ja da nach dem Kinobesuch extremst enttäuscht und dachte mir, was soll das? Da ist ja nichts passiert. Und dann so 3 Tage später habe ich gemerkt, ich denke jeden Tag irgendwie an diesen fucking Film und der gefällt mir einfach immer besser. Und jetzt werde ich ihn mir mal demnächst unter anderen Gesichtspunkten mal nochmal anschauen und ihn dann geil finden, habe ich beschlossen. Ich freue mich da auch auf jeden Fall auf eine 2. Sichtung, da habe ich auf jeden Fall die nervigen Kinobesucher nicht hinter mir. No. Nervige Kinobesucher hatte ich nur im Joker und zwar auch nur ein paar Minuten. Die nervigsten sind immer diejenigen. Leute, merkt euch das, ihr nervt eure Mitmenschen, wenn ihr eure Smartphones irgendwie anhabt oder andere leicht leuchtende Teile im Kino mitnehmt. Man sieht sie im Augenwinkel immer und das stört. Punkt. So. Bei diesem Kinobesuch war das aber noch nicht mal das Schlimmste. Ja. Die haben sich gefühlt 40 Minuten über ihr Sexleben hinter uns unterhalten. Und es hat einfach nur genervt und das in so einer Lautstärke. Und immer wenn jemand was gesagt hat, wurden diese Pisskinder halt entsprechend lauter. Oder habe ich auch noch eine Story hier, warum mir wahrscheinlich Midsommar auch noch ein bisschen schlechter gefallen hat, war da auch das Kinoerlebnis, denn da waren so ein paar Vollidioten im Kino, die sich immer weggeschmissen haben vor Lachen, wenn ein Pimmel im Bild zu sehen war. Und es hat auch ein bisschen die Stimmung gedrückt irgendwie. Doch, wo sind denn bei Midsommar Pimmel im Bild zu sehen? Da kommen schon ein paar. Yeah. Nicht so viel. Max ein erzählt Schauer. Hier gerade, im Vergleich zu Max Penisinsel war das wahrscheinlich noch harmlos. Also, ja. Sagen wir es mal so, da bei Midsommar hingen die Pimmel wenigstens noch an der Person. Und lagen nicht am Strand rum. Ja, gut. Ach. Keiner listet König der Löwen als Top. Na, was könnten Glück. Wir machen. Aber dann würde Lasse diesen Podcast fressen. Lasse kommt dann wie der fucking Candyman angesprungen und wird uns allen, während wir den Podcast machen, mit einer Candy-Stange die Kehle aufschlitzen. Ja. Oh, so wollte ich schon immer mal sterben. Und das ist jetzt meine Überleitung. Haben wir denn noch irgendwelche Tops? Oder habt ihr noch Tops auf eurer Liste, die ihr loswerden müsst? Also ich könnte noch das einzige Hörbuch, das ich dieses Jahr besprochen und gehört und rezensieren und auch Interviews durchführen könnte, mein Hörbuch-Tipp des Jahres, Up Against the Wall von David Hasselhoff. Das war so wobei klar. Ich, wie gesagt, dazu jetzt keinen großen Vergleich habe, weil es das einzige Hörbuch ist, das ich dieses Jahr gehört habe. Aber es war unterhaltsam und witzig und auch ein schönes Erlebnis, David Hasselhoff zu treffen. Jetzt, ich will euch großartig. Jetzt mal von hinten mit der Axt zwischen die Schulterblätter hauen und was Unerwartetes machen. Habt ihr denn auch ein Guilty Pleasure des Jahres? Up Against the Wall von David Hasselhoff. Das ist aber kein Film. Oder gibt es den auch schon als Film? Der Hörfilm. Kommt. Bei mir wäre das dann zum Beispiel John Wick 3. Die ersten 30 Minuten, die machen richtig Spaß. Danach hat sich's ein bisschen zu sehr gezogen. Hat natürlich auf einen vierten Teil angeteasert. Aber so die Action in den ersten Minuten war schon richtig, richtig krass und in die Fresse. Also das hat Spaß gemacht bei John Wick 3. Und wie wir schon erwähnt haben, Parasite sollte man sich auch unbedingt auf die Liste packen, wenn man was gesehen haben will. Und der Leuchtturm, den kann sich jeder ansehen, der so ein bisschen auf Graphic Novel steht und auch diesen Schwarz-Weiß-Stil von Sin City sehr mochte. Da hat man das wirklich und man kriegt eine schön eindrucksvolle Stimmung, wie sich das anfühlen muss, wenn zwei Leute in den Wahnsinn abdriften. Dann habe ich noch zusammen mit einem Kollegen Hasslers besprochen. Den fand ich jetzt gar nicht mal so girly und so nervig, wie ich mir gedacht habe. Also der hat mich überrascht. Positiv. Mhm.
ist im Prinzip wie so ein kleines Spin-off zu Wolf of Wall Street, nur dass da Stripperin dann Wall Street Leute dann ausnehmen und ein bisschen auf Drogen setzen, um dann die Kreditkarte zu überreizen. Und sobald dann der große Crash auf der Wall Street stattfindet, müssen die sich eben auch irgendwie zurechtfinden und neu überdenken. Also wie sie dann jetzt die Leute ausnehmen. Also das war schon ganz cool. Aber dann Guilty Pleasure, würde ich sagen, Shazam. Okay, Andi? Ach so, du hattest ja schon. Ja, Guilty Pleasure, Filme. Also ich fand dieses Jahr halt echt relativ eindeutig vieles gut, vieles scheiße, vieles mittelmäßig. Mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, ja, der Film war grenzwertig, aber doch irgendwie witzig. Guilty Pleasure ist ja auch Definitionssache, was ja die Kollegen von Movie Break letztens einem Podcast versucht haben zu ergründen. Ja, Movie, Movie Break. Geil. Nee, aber ich würde als Guilty Pleasure vielleicht noch After Passion empfehlen. Also den kann man sich gerne mit einer Kiste Bier und ein paar Leuten mal anschauen und sich da herrlich drüber lustig machen. Das würde ich jetzt vielleicht noch als Guilty Pleasure Empfehlung durchgehen lassen. Okay. Das kann durchaus Spaß machen, weil wir hatten ja, wie dir gesagt, mit Max dann durchaus noch Spaß im Biergarten den Film zu besprechen. Mhm. Aber da muss man schon ein bisschen masochistisch eingestellt sein. Downton Abbey fand ich zu zäh dafür. Also, das war, nee. Dann werfe ich vielleicht noch den neuen Hellboy ein, der auf irgendeine stumpfe Art dann doch unterhalten hat. Und trotzdem extrem trashig war. Ich schaue gerade auf Movie Break nebenher, was dieses Jahr alles so gelaufen ist. Und ganz ehrlich, ich finde kein Guilty Pleasure bei mir. Alle Filme haben halbwegs vernünftige Bewertungen bekommen. Also, wir können das ja noch nicht komplett beurteilen. Wir haben noch nicht Jumanji und Star Wars gesehen. Also, wir können das nicht fair beurteilen. Schade. Ja, dann muss ich das jetzt zurückstellen. Aber falls mir irgendwann mal eins einfällt, werde ich es irgendjemandem wissen lassen. Ich kann ja jetzt. Auch nichts vom Fantasy Filmfest. Nee. Weil die Sache bei Guilty Pleasure ist ja dann doch, man sollte sich ein bisschen schmutzig dabei fühlen, dass einem eine Sache gefällt. Und dieses Problem hatte ich eigentlich nicht wirklich. Bei keinem Film. Nee. Aber du wolltest, einer von euch wollte noch auf Joker eingehen. Ja, das können wir jetzt miteinander noch machen. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, eh bei 1,5 Stunden. Ja. Cool. Also ich habe bis jetzt bei Leuten, die halt den Film, negativ besprochen haben, halt oft gehört, er war nicht so kontrovers und nicht so blablabla, wie er sein will. Hm. Das finde ich schon mal ein bisschen komisch, die Aussage, weil ich meine, keiner hat dem Regisseur vorher irgendwie jetzt hat die Fragen gestellt, was er denn genau, er hat sich ja zuerst sehr zurückgehalten. Und was der Film sein will, wurde dann ja durch die Medien mehr oder weniger so vorzitiert. Deswegen finde ich diesen Vorwurf, er ist nicht so schlau, wie er sein will, so ungefähr, finde ich eigentlich, greift für mich nicht so richtig. Also ich fand ihn halt, durch die ganze Machart, visuell großartig, da finde ich alleine schon die Tatsache, dass jedes Filmposter für diesen Film ein Screenshot oder halt ein Standbild aus dem Film ist, spricht schon für die visuelle Macht dieses Films. Also jedes fucking Poster für den Film ist einfach ein Standbild aus dem Film. Wenn der halt so ikonische Szenen hat und die Musik fand ich großartig, Schauspielerleistung gut und dann fand ich halt noch diese Ambivalenz cool. Dann fand ich natürlich auch noch als riesiger Comic-Fan diese Tie-Ins von irgendwelchen Sachen cool, meistens auch gelungen. Ich fand es, wurde auch überrascht durchaus in dem Film. Wie gesagt, ich fand ihn einfach großartig. Und ob man ihn jetzt so kontrovers findet, wie er besprochen wurde, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Ich fand es auch völlig übertrieben, was über den Film besprochen wurde. Deswegen will ich da gar nicht drauf eingehen. Nee. Ich fand ihn großartig und das reicht für mich. Also das hat bei mir auch nichts mit der Erwartungshaltung zu tun. Also mir war komplett egal, was da im Vorfeld die Journalisten irgendwie schrieben, von wegen ist der brutalste Film aller Zeiten und so weiter und so fort.
das ist, kommt ja auch jedes Jahr der schockierendste Film aller Zeiten. Also, dass das riesiger Bullshit ist, das weiß man mit ein bisschen Erfahrung. Und ich habe jetzt doch schon einige Filme gesehen, um sowas dann auch beurteilen zu können. Bei mir ist es wirklich hauptsächlich dieser verschenkte Potenzialaspekt. Aber dass wir da von einer rein subjektiven Sache sprechen, das ist ja auch klar. Mir hätte der Film gerne sehr viel früher aufhören können. Ich fand wirklich dieses Ende ganz am Schluss, fand ich, wer hat es so schön, ich glaube, es war wirklich Dom in der Rezension, dass er das Ende zynisch fand. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich es zynisch beschreiben würde, aber ich fand, das hat dem Ganzen so ein bisschen die Stärke geraubt, die viele Szenen davor hatten. Und ich hätte wahrscheinlich dramaturgisch auch ein bisschen ein paar Stellschrauben anders gedreht. Ich habe zum Beispiel nie so wirklich die Motivation verstanden, weswegen da jetzt am Ende so ein riesiger Bürgerkrieg irgendwie ausbricht. Aber das sind jetzt so Dinge, natürlich in diesem Universum funktionieren sie und in meinem kleinen Universum, in meinem kleinen Kopf funktionieren sie vielleicht nicht so gut. wie gesagt, da in der Hinsicht, ich hätte mir da gewünscht, dass Todd Phillips da noch ein bisschen mehr gewagt hätte. Aber hat er wahrscheinlich gar nicht machen dürfen. Das ist alles viel Spekulation. Aber wenn es nach mir ginge, der Joker hätte am Ende ruhig sterben dürfen. Dann hätte er ein Statement gesetzt. Ich fand eben auch so. Da stimme ich dir in zwei Punkten auch zu. Sorry. In welchen zwei? Also ich fand auch die Szene, wo er am Schluss durch den Gang wegtanzt mit der Musik, ich fand das auch, das entlässt einen irgendwie mit so einem anderen Gefühl. Ich fand das auch nicht so gut. Hm. Und ich fand auch diese Andeutung, dass er sich eventuell umbringt, da dachte ich mir schon so, oha, das wäre jetzt interessant, weil dann hätten sie halt so richtig vielen Leuten vor den Kopf gestoßen. Ich fand's, wie gesagt, zwar auch gut, aber mit dieser Schlussszene, das haben wir auch schon besprochen, fand ich auch ein bisschen unglücklich, aber hat für mich das jetzt nicht kaputt gemacht. Hm. Mich haben am Schluss eher so ein bisschen diese fast schon eingeprügelten Hinweise auf das Batman-Universum gestört, wo ich dann dachte, ach nee, muss ich diese Szene jetzt schon wiedersehen? Ich habe das jetzt nur in meiner ganzen Dings schon 20, 30 Mal gesehen. Und jetzt schon wieder bei diesen angeblich so innovativen Filmen. Ist das jetzt euer fucking Ernst, dass ich das schon wiedersehen muss? Da hätte der Film auch direkt bei der Andeutung aufhören können, dass man das die auch, dass ich das dann schon wieder sehen musste, dachte ich, ach nee, wirklich jetzt. Das einfach wegkanten, so, wo der Typ in diese Gasse reingeht, einfach cut. Jeder weiß, was passiert und zeigt's nicht. Ja, aber am besten war der Joker immer in den Momenten, in denen er komplett von dem Batman-Universum losgelöst war, fand ich. Also wo man das dann vergessen hat, dass man sich gerade in Gotham befindet, finde ich. Am besten war es wirklich, wo dann Phoenix improvisieren durfte und dann nicht die Agenda stand, hey, wir machen hier einen Joker-Film, du musst jetzt das erklären, wieso er seine hysterische Lache hat, oder du musst jetzt das erklären. Und irgendwie war es mir auch ein bisschen zu sehr in der Erklärbär-Funktion. Wobei für mich jetzt als Comic-Fan natürlich dann solche Szenen, wie er an dem Wayne-Haus steht mit dem kleinen Jungen und so, das hat dann natürlich schon einen kleinen Fanboy-Mehrwert gehabt. Klar, das fand ich so schön. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich habe mir immer gedacht, es gab ja am Ende diese, fand ich schon fast ikonische Szene, wo er auf die Motorhaube gelegt wurde, ja? Und als er da dann aufstand. Ich hätte da geschnitten, Schwarzblende, Filmende. Und dann hättest du sogar einen total guten Übergang zu dem Heath Ledger Joker irgendwie gehabt. Weil du hattest ja vorher auch immer diese Clowns in den Masken, mit denen ja The Dark Knight beginnt, mit diesem Banküberfall und diesen Clowns in den Masken und so weiter, dass man da irgendwie
vielleicht hätte man es sogar mit ein, zwei Kniffen schaffen können, die beiden Universen miteinander zu verknüpfen. Ja? Oder den Heath Ledger Joker sogar durch den Phoenix Joker zu erklären oder dadurch eine Vorgeschichte zu machen, ohne dass es so gewollt wirkt, weil der Film ja bis dahin super eigenständig war. Und dann hättest du ja auch so einen Twist-Charakter vielleicht sogar drin gehabt. Aber und dann hättest du jetzt nicht diese ewigen Diskussionen auf Teil 2. Genau. Wobei du dann den Interpretationsansatz nicht hättest, dass er die ganze Zeit einfach in seiner Gummizelle gesessen ist. Ja. Wobei ich den gar nicht brauche. Das sind halt jetzt wieder, das sind wir jetzt wieder bei den Geschmacksdingen. Weißt, ich habe den lieber stringent. Also mir hat damals auch Batman Begins super gut gefallen, obwohl der eher ein langweiliger Batman-Film ist eigentlich. Der ist, oder was heißt langatmig, er ist ein bisschen schwerfälliger als die beiden Teile, die danach kamen. Man kann diese Filme sogar tatsächlich ganz gut vergleichen. Beim Joker weiß man nichts von der Vergangenheit und bei Batman wusste man eine Zeit lang nichts von seiner Vergangenheit. Mhm. Er war halt für einige Jahre weg und kam dann wieder und hatte auf einmal ein bisschen was drauf. Und diese Lücke hat man bei Batman Begins ganz sinnvoll geschlossen. Mhm. Ja. Bei Joker, ja. Lieber habe ich so erklärt, wie jetzt bei diesem Film, als eine richtig dumme Origin von Latz geklatscht zu bekommen, die dann wirklich alles bis ins Detail erklärt. Nee, sie ist ja bei Joker, deswegen ärgere ich mich ja immer ein bisschen über den Film. Das Setting ist ja super. Und vor allem in unserer heutigen Zeit hast du dann ja eigentlich noch mehr Verständnis für Leute, die von der Gesellschaft ein bisschen links liegen gelassen werden. Und wenn die dann irgendwie durchdrehen, zu Amokläufern werden, irgendwas in dem Sinn. Da sind wir eher an dem Punkt, wenn du das vernünftig erzählst, dann bist du ja als Zuschauer immer in so einem Zwiespalt zwischen Sympathie für den Schurken und Abneigung gegenüber seiner Taten. Und dass du immer denkst, ich verstehe es eigentlich, warum er das macht. Und ich kann es eigentlich auch gutheißen, aber ich darf es nicht, moralisch. Und das hat der Film ganz gut gemacht. Aber irgendwo hat er sich dann selbst zerlegt. Dadurch, dass der Fokus eben nur auf den Joker liegt, konnte man auch nicht die andere Gruppierungsbildung irgendwie thematisieren. Da kam die, auch wenn sie jetzt immer wieder ein bisschen im Hintergrund angeteasert wurde, fast schon aus dem Nichts. Naja, wie gesagt, das ist halt das Problem. Ich habe es auch nie Scorsese verstanden. Scorsese hätte das dann besser bewerkstelligt und hätte das dann auch irgendwie geschickter erklärt. Ja. Nee, was ich zum Beispiel auch beim Joker nicht wirklich nachvollziehen konnte, wieder subjektiv, dass dieser Mord an den drei Yuppies so einen Aufruhr irgendwie erzeugt. Bei mir, ich dachte mir immer eher, es wäre andersrum gewesen, wenn praktisch die drei Yuppies einen aus der Unterschicht irgendwie ermordet hätten und damit durchgekommen wären. Das hätte für mich einen Aufruhr der Schwachen erklärt. Aber nicht so, wie es dann in dem Film war. Aber wie gesagt, weil sie nicht als Yuppies etabliert wurden, sondern das hast du dann auch erst später im Hintergrund erfahren. So, ach ja, übrigens, das waren so drei reiche Typen. Oh, krass. So, naja, diese Aufruhr kam aber deswegen zustande, weil der Thomas Wayne sie dann ja in Schutz genommen hat und wiederum die Unterschicht als Clowns und so weiter beschimpft hat. Und daher kam das dann ja. Ich glaube, die Tat an sich war gar nicht so der ausschlaggebende Punkt, sondern eher so eben diese, wie das halt von der Oberschicht dann so abgehandelt wurde. Naja. Ja, aber egal. Aber ich meine, wir lassen uns nicht dazu hinreißen, über den meistdiskutiertesten Film am meisten zu diskutieren. Muss jetzt schneiden. Ja, wunderbar. Aber das klingt jetzt hier doch irgendwo so ein bisschen nach der letzten Frage, die man in so eine Runde stellt, ist, habt ihr noch was anzumerken? Wir konnten jetzt gar nicht großartig die Serien dieses Jahr besprechen, aber das würde auch den Rahmen sprengen, dann würde das Ding locker 3 Stunden gehen. Also das wollen wir hier niemandem antun. Ich kann noch. Ich habe außer The Boys auch nichts gesehen. Entschuldigung. The Boys war klasse, auch wenn er deutlich hinter den Comics liegt.
Ich kann auch nur auch in Doms Namen Tschernobyl sehr empfehlen dieses Jahr. Ach, stimmt, das habe ich auch gesehen. Und fangt mit der Watchmen-Serie an. Wenn ihr den Joker schon für clever haltet, dann werdet ihr mit Watchmen ein bisschen überfordert sein. Aber das ist dann auch der beste Zeitpunkt, um mit der Comic-Reihe mal anzufangen, um das dann alles zu verstehen, was denn da aufgefahren wird. Wunderbar. Serienempfehlungen. Gut, da habe ich noch Mindhunter. Werfe ich rein. Aber, ach Gott, habe ich auch gesehen. Ja. Ich dachte, ich hätte keine Serien geschaut dieses Jahr. Das ich habe wenig Serien geguckt. Das war für mich jetzt auch wieder ein Jahr, bei dem ich von den Serien ein bisschen wenig überzeugt war. Aber bei mir war The Boys so ein 8-Stunden-Binge, den ich einen Tag vorher für die Besprechung gesehen habe. Das war schon. Ach ja, und natürlich Game of Thrones. Ja. Das Ende war einfach die beste Staffel über. Ich fand, egal, Entschuldigung. Ich fand das jetzt halt kontrovers, aber schon allein dieses so 4 Uhr morgens aufstehen, sich das Ganze anzusehen, bevor dir das zugespoilert wird, es war schon ein kleines Event. Ein Event, das am Schluss enttäuscht hat. Aber ja, doch, ich hätte schon wieder Spaß komplett vergessen, hat. Dass es ja dieses Jahr war. Es war ja dieses dabei Jahr. Dabei hattest du auch ein Interview mit dem Synchronsprecher von Jon Snow. Ja. Namensvetter von mir, den Patrick Roche. Genau, und wir hatten diverse Recap-Folgen, aber das fühlt sich schon so lange zurück an, dass ich da jetzt zufällig gerade nochmal drüber gestolpert bin. Da war oder, ja was. Oder auch so ein kleines Highlight war, auch wenn das jetzt podcastbedingt nicht zum Highlight wurde, wo wir uns getroffen haben und dann der Drunkcast entstanden ist. Dass wir uns gesehen haben, war cool, der Drunkcast. Ja, das war wohl eine leichte Schnapsidee, aber es hat Spaß gemacht. Was im Sinne? Ja. Ja, wunderbar. Das sind doch schöne abschließende Worte, finde ich. Ja. Ja, dann ist es jetzt wohl Zeit, an die Zuschauer. Aufs Klo zu gehen. Ja, erstens mal aufs Klo zu gehen. Ja, für die Zuschauer die erste Kerze anzuzünden. Ne? Und, aber vorher den Gasherd ausmachen. Bitte, ja. Du hast wohl zu viele Filme geschaut, Patrick. Nein. Wunderbar, aber es hat Spaß gemacht. Nach dem kontroversen Joker musste man das eben bringen, noch so ein Gag. Ja. Nee, hat Spaß gemacht, mit euch mal kurz noch ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. Na klar. Ja, mir hat's auch Spaß gemacht. War sehr interessant, jetzt nochmal hier das Filmjahr Revue passieren zu lassen. Ich glaube, ich habe, wie gesagt, noch nie so viele Filme gesehen und besprochen sowieso nicht. Deswegen gute Sache hier, der Telestammtisch, kann ich abschließend sagen. Telestammtisch, auch geil. Ja, genau. Jo, Patrick, Andi, ich bin kein Mann der guten Verabschiedungsworte. Deswegen tschüss. Ciao. Ja, auf Wiedersehen. Habt noch ein schönes Restjahr und bis ins nächste Jahr. Frohes Fest. Und hört euch die anderen Besprechungen an, die hierzu noch kommen. Jo. Bis denn. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.